Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Weiß hier 93 Show. Wie Sie sehen, heute ist mal wieder ein wunderschöner Tag. Diesmal kein Regenwetter und was Sie ebenfalls jetzt sehen, ich habe offscreen, natürlich, wie sollte es auch anders sein, wieder meine Pokémon trainiert. Und ich denke, es wird mal wieder Zeit, dass ein paar alte Kollegen hier ins Team kommen, wie Krugels, Venusycle, was sich jetzt entwickelt hat, Jarambo ist auch wieder dabei und Amicelli. Mantetilla will ich natürlich trainieren, es steht ein Level vor der Entwicklung. Und Suihiro ist auch natürlich stark und führt hier die Gruppe an. Ja, was ist passiert? Im letzten Teil habe ich mir meinen 7. Orden verdient, das heißt nicht mal lange. Und der 8. Orden will auch meiner sein. Und nun denn, das Finstrio ist aufgetaucht. Und, oje, wie sein Name? Sandro, oder? Sandro ist sein Name? Der ist ihnen gefolgt, denn sie sagten, wir sollen zur Drachenstiege kommen. Und ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen weiter auf Professor Essisch zugehen, wird eine Sequenz folgen. Legen wir los. Ah, da ist sie schon, die liebe Belle. Du, Chovo. Oder will sie jetzt einfach mit mir kämpfen? Oder will sie mit mir zusammen dahin gehen, hä? Ich habe wieder total vergessen, wie seine Stimme war. Oh, Chovo. Und auch du bist hier, Belle. Wie schön. Mein Name ist Eberhard Esche. Meine Tochter hat euch euren Pokédex gegeben. Guten Tag. Wir sind Professor Esche sehr dankbar. Dank ihr konnten wir diese Reise überhaupt erst machen. Bitte, was? Belle, du übertreibst es ein bisschen, okay? Wir hätten auch auf diese Reise gehen können ohne einen Pokédex. Ja? Wir hätten einfach nur so die Region und die Pokémon kennenlernen können. Also heißt es etwa, Kinder dürfen nur nach draußen zum Spielen gehen, wenn sie hier die Aufgaben eines Professors übernehmen? Oho! Das ist gut. Selbstbestimmung und alles. Okay. Ich tu mal meinen Sarkasmus-Level wieder runterschrauben, ansonsten platzen hier noch die Wände. Und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören. Aber unterhalten können wir uns später. Jovo, Bell, ich erkläre euch kurz die Lage. Die Lage der Nation. Eine große Anzahl Schergen von Team Plasma hat die Außenmauer des Turmes durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro und dieser junge Charon, die beiden sind Team Plasma gefolgt. Professor, was genau ist die Drachenstiege? Hahaha, schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich. Also gut, ich will es dir sagen. Dieser erhabene Turm stand schon lange, bevor es die eine Region gab. Naja, die Region muss es schon gegeben haben. Sie hieß zu dem Zeitpunkt halt noch nicht Einal. Und ganz oben wartet das legendäre Drachen-Pokémon auf den Menschen, der nach der Wirklichkeit strebt. Und? Habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge. Jovo und Sharon sind super stark und haben Team Plasma schon mal besiegt. Ja, und überraschenderweise ist da jetzt eine Brücke, die ich mal offscreen mal geschaut habe, nicht da war. Was mich betrifft, also ich bin nicht wirklich stark. Jetzt hör mal auf zu untertreiben. Hast einen guten Job getan hier als Leibwächterin für die Frau Esche, oder? Vergiss das nicht. Du bist gut. Und wenn andere was behaupten, dann werde ich mit denen ein ernstes Wörtchen reden, okay? Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Das wäre prima. Ich fühle mich schon viel sicherer. Also dann, Jovo. Es wird bestimmt nicht ganz einfach, aber bahne dir den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht. Aber besser als nichts, es ist allemal. Spezialität. Ich frage mich wirklich, was den Plasma bezweckt. Mit Spezialität kann man alle Statusveränderungen, also Gift, Verbrennung, Eis, Schlaf, heilen. Ne? Ist eine schöne Süßigkeit. Jovo, sei bitte vorsichtig. Na, immer noch. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Guckt, jetzt ist hier die Brücke und ja, haben wir jetzt auch die Mitglieder. Nun denn, wollen wir erstmal Mantetilla hier ein paar bisschen Erfahrungspunkte geben. So, willst du mir dabei helfen? Natürlich wirst du das, oder? Also, du willst gar nicht kämpfen? Der Arenaleiter ist vorher nach Rom gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Oh je, ich habe gar keinen Pöck und keinen Stift dabei. Die Drachenstiege, ja, ist schon, finde ich, ein mysteriöser und schöner Ort. Besonders die Musik. Und hier einfach das Wasser. Ach. Leider gibt es ja eigentlich nicht so viel zu entdecken. Es geht halt immer hoch und höher und höher. Hä? What the? Das klingt ja so. Das klingt so, als würde irgendetwas ganz oben im Turm toben. So, war das jetzt der Erzähler oder war das unser Charakter, der hier geredet hat? Jovo!
Wer, was? Herr Chairman, hallo schon. Die umgestürzten Säulen hier können auch als Weg dienen. Also, ich folge dann mal Team Plasma. Ja. Na super. Brauche ich etwas Stärke? Oder brauche ich das nur für ein Item oder so? Oh, ein Goldbit. Fange ich mir sowas? Geistboden. Naja, weiß nicht unbedingt, ob ich es einsetze, aber ein Geistbodenpunkt ist schon eine coole Sache. Also, zack, zack. Und mal sehen. Ein Volltreffer. Aber hey, vielleicht hilfst du Vantezilla bei der Entwicklung? Anscheinend nicht. Nun denn, ich weiß, dass es hier noch ein paar andere gute Pokémon gibt, die kann ich mir vielleicht später holen. Vorne in dem Gras habe ich mir ein Chatrago gefangen. Das würde ich, denke ich, auch dann im nächsten Arena-Kampf einsetzen. Moment, wo war der Schutz gewesen? Wo war der nochmal? Wo? Da, nee, der nicht. Der Top-Schutz. So, ich hoffe nicht, dass ich stärker brauche, ansonsten muss ich nochmal zurückgehen. Ach. Ich könnte mir eine Abkürzung machen. Naja. Denke ich doch. Also er sagte ja, die Säulen kann man auch als Weg nutzen. Okay. Nun denn. Dann nehmen wir halt hier die Säulen als Weg. Wisst ihr, bei der Sache muss ich mir denken, er kann über solche Säulen, ja, kann er laufen. Aber über kleine Vorsprünge, ja, kann er nicht hüpfen. Das will jetzt mal einer verstehen. Das erklärt mir mal, wie das hier funktioniert, aber das andere nicht, hä? Pah. Und einmal Sternstaub. Badabadaba. Naja, wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich schau mal nach. Wie viel Geld habe ich im Moment? Das steht hier nicht, oder steht sie auf der anderen Seite? Boop. Da steht was. 196.834 Money in der Tasche. Schon ein beachtliches Sümmchen. Naja, also, ich kämpfe ja viel und... Stell dir vor, wenn ich bei Fremden, bei wilden Pokémon da auch noch hier Geld verdienen könnte. Bei meinem Training, hulala. Jupp. Okay, wie komme ich da hin? So komme ich hin. Zup. Zup. Jupp. Hup. Doch nicht. Achso. Ich kann das nur... Sind das kleine Rampen? Oder wieso kann ich nur hier so springen? Zup. 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 Okay, wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja, glaube ich, Drachenklaue als TM. Nee, aber ein Leuchtstein. Oh, was entwickelt sich nochmal durch Leuchtstein? Ich weiß ja, Picocella, Togetic, Roserade. Nee, nicht Roserade, sondern Roselia zu Roserade. Aber die treffe ich ja nirgends. Ja. Vielleicht den Pokémon weiß 2. Vielleicht mache ich da was. Ha, ich bin so ruhig. Diese Musik, die könnte mich schon hier ins Traumland entführen. Schutz wirkt nicht mehr. Und hier haben wir die ganzen Plasma-Mitglieder. Nun denn, hier sollte ich vielleicht doch lieber so hier oder an die Spitze stellen. Kugels entwickelt sich auch bald, das weiß ich. Venuszeiger würde mir helfen. Ich habe mich halt für diese Pokémon entschieden, weil dadurch tue ich viele Typen in meinem Team umfassen und kann mich so auf Kämpfe einstellen. Trovo, ich werde sie aufhalten. Los, geh du vor. Alles halb so wild. Aber mit so vielen von denen habe ich auch nicht gerechnet. Echt ätzend. So, aber reden kann ich mit ihnen, oder? Wir wollen nicht, dass sich uns jemand in den Weg stellt. Aber das tun sie gerade. Diese Stärke. Kommt sie vielleicht sogar an dieser 7 Weisen heran? Das war doch eine Frau, oder? Ist das etwa die Stärke eines Arena-Leiters? Natürlich ist er das. Ich komme schon zurecht. Aber die Zeit wird knapp. Woher kommt nun diese Kraft, weiterzukämpfen? Naja, sie möchten unbedingt ihr Ziel erreichen, so wie wir unser Ziel erreichen wollen, sie aufzuhalten, ihr Ziel zu erreichen. Du hast keine Ahnung, was wir hier zu erreichen versuchen. Dennoch wachst du es, uns zu behindern. Naja. Mehr oder weniger. Dieses lästige Gör. Und was bist du? Seine Majestät ist bereits oben in der Turmspitze angekommen. Das war gerade eben auch eine Frau, Entschuldigung. Und es gibt nichts, was du dagegen unternehmen könntest. Richtig, ich habe gegen einen Arena-Leiter verloren. Also ich dachte, richtig, wir werden es schaffen. So, ihr wollt kämpfen, oder? Ja. Irgendjemand muss sich doch hier mit mir begnügen. Dieser Sand und dieser Schreiben beginnen schon ein wenig zu nerven. Jo, und du weißt ja, wenn zwei sich streiten, ja, da kommt der Dritte, das ist der Jovo und der freut sich hier ihren Ast ab. Mit einem Pokémon. Und ich bin Kuchen mal da. Level 34.
Wie ist es eigentlich? Je höher der Rang, desto bessere oder mehr, desto mehr Pokémon kriegen sie oder was? Ah, stimmt ja, das zieht mir die Hälfte der KP ab. Super Zahn ist schon. Ich glaube, es hat nicht viele AP, ansonsten wäre es nämlich eine wirklich fiese Attacke. Weil jetzt guck, so viel hat es mir abgezogen mit zweimal Angreifen. Heide Witzka. Da hat jemand hier wirklich gut flossiert und Zähne geputzt. Dass die so eine Wirkung haben. Und immer noch nicht. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch einfach nicht. Das beruht, denke ich, auf Gegenseitigkeit. Weshalb stellen du und die Arena-Leiter sich uns eigentlich in den Weg? Ich kann das aber nicht verstehen. Vielleicht verstehst du so. Wie wäre es, wie würdest du dich fühlen, ja, wenn wir euch etwas wegnehmen wollen, was euch viel bedeutet? Hä? Wie würdet ihr euch fühlen? Mein Tipp wäre nicht so gut, oder? Denkt mal drüber nach. Wer sich gegen Team Plasma stellt, hat keine Gnade zu erwarten. Naja, wie viele Siege habt ihr bisher so auf eurer Liste niederschreiben können? Wie oft? Wie oft? Meistens haben wir euch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie viel steht da eigentlich auf der Liste? Da steht eher mehr To-Do als irgendwie mehr Siege, oder? Naja. Soll ich den Kratzbaum besorgen, hä? Da gibt es sicher was bei Vielmann. Oder was bei Vielmann? Gibt es, glaube ich, was im Sonderangebot. Alles nur 99%, außer Tiernahrung. Jetzt muss es aber erreichen. Jawoll! Dankeschön. Das tut so weh. Auch meinen Pokémon. Ah, wie wär's, vielleicht sollten wir das Kämpfen sein lassen. Aber erstmal, Banditilla entwickelt sich. Oh. Schon süßes Drachen-Pokémon. Aber je mehr es sich entwickelt, desto cooler wird es. Das ist halt. Ich denke, das ist so eine Masche von den Pokémon-Entwicklern. Süße Pokémon, die cool werden. Wie zum Beispiel auch Otteroth. Denn jetzt wurde aus dem kleinen Milzer. Oh yeah. Ein Scharfax. Yes, sorry. Wie vielen Pokémon hast du auf deinem Weg hier wohl schon wehgetan? Wie oft wurde dein Pokémon schon wehgetan? Auf dem Weg, den ihr gegangen seid, hä? Sag mir das mal. Sag mir das mal. Mal sehen. Jo, gute Werte. Gute Attacken. Ich freue mich, dass du hier mal im Team bist. Ach. Was die mir in den Kopf schmeißen, das bounce zurück von meiner Gummihaut. Habe ich immer schön eingecremt. Ich weiß ganz genau, was du dir denkst. Du bist hier, weil du dir einbildest, stark zu sein und mich besiegen zu können. Naja, ich tue es mir nicht einbilden, ich weiß, dass ich stark bin. Ich meine, sieht ja meine schönen sieben Orden hier meiner Schatulle an. Hä? Sagt das was? Sagt das bei dir was? Hä? Irgendeine Reaktion? Vielleicht unterhalb der Gürtellinie? Nein, wäre auch besser so. So. Und du meinst, du bist stark mit dem kleinen Zurokex, dem immer wieder die Hose runterrutscht? Oh mein Gott. Moment, warum wurde es besiegt? Ich hab grad was nicht mitbekommen. Wieso wurde es besiegt? Pah. Und dann liegst du auch noch richtig mit einer blöden Einschätzung. Ich stell mir gerade vor, würde Zurokex oder eben seine Entwicklung eine Mega-Entwicklung bekommen, wäre das nicht irgendwie lustig, wenn sie sowas wie Hosenträger kriegen, damit die Hose nicht mehr runterrutscht? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der davon daran gedacht hat. Gelang es dem König, die Welt unter sich zu vereinen, könnte er den Leuten im selben Aufwasch auch gleich verbieten, Trainer zu werden und zu kämpfen. Nun denn, man muss kein Trainer sein, um mit Pokémon zusammen zu sein. Aber ihr wollt den Menschen ja so oder so die Pokémon wegnehmen, weil ihr denkt, oh, sie werden schlecht behandelt. Kennt ihr diese Leute? Könnt ihr wirklich zu 100% sagen, dass sie sich schlecht behandeln? Nein! Ihr gebt euch nicht mal die Mühe, diese Leute kennenzulernen. Aber nein, ihr denkt, jeder ist gleich. Pah. Wir existieren, um N, unserem Herrn und Meister, zu dienen. Jetzt habe ich diese blöde Vorstellung von, es gab so ein Zeugungsprogramm, wo wirklich hier diese Untertanen gezeugt wurden. Oh nein, raus aus meinem Kopf, dieses böse Gedanken. Nee, Jovo, aus Platz, geh in die Ecke und schäm dich. Setz dich, nimm die Qualität, ja? Die ist auch noch gerade am Weinen.
bei dem großen Pokémon kann ich verstehen, aber das ist dennoch ein großes Horn. Wie kann man dem ausweichen? Hä? Wie geht sowas? Los, mach nochmal hier. Wie kannst du dem hier ausweichen? Wie diesen Torpedo feinster Natur? Und aus körpereigenen Herstellung. Hm? Warum haben die eigentlich... Ah, die hat ja zwei. Okay, ich dachte mir schon, warum haben die alle nur einen Punkt? So, Venus-Cycle, warum nicht? Käfer gegen Unlicht. Vor kurzem habe ich da mal ein Video gesehen, wo jemand versucht hat, zu erklären, warum Pokémon gewisse Schwächen haben oder wieso die und so sind. Manche Erklärungen, okay, waren logisch. Andere, hä? Da dachte ich mir zum Beispiel, warum hat Gift keine Auswirkungen auf Stahl-Pokémon? Da hat er wirklich das Beispiel gebracht, ja, kennt ihr Superman, The Man of Steel, dem kann man keine Spritze geben. Was bitte, was ist das für eine Erklärung? Tut mir leid, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wirklich, das... Oha, oha, großer N, ich habe verloren, oder keine Ahnung. Wenn man sowas erklären möchte, sollte man nicht das so halb hingemacht erklären, sondern wirklich hier überlegen, was man sagen möchte. Ja, sagt gerade der Richtige. Ja, ich weiß. Bin auch nicht gut im Erklären, aber ich versuche mein Bestes. Nur weil es die Nacht gibt, erscheint uns die Sonne so wunderschön. Und weil es uns gibt, erstrahlt unser König im gleißenden Licht. Aha. Danke für diese Information. Hat mein Leben bereichert. Jetzt, da du die Drachenstiege erreicht hast, darfst du dich schon mal auf eine Niederlage in mich einstellen. Ich bin nämlich so entfacht, dass du nicht mal den Hauch einer Chance hast. Mhm. Die ganze Zeit hast du hier gewartet. Hast gehofft, dass jemand kommt. Anstatt dass du vielleicht hochgehst, ganz nach oben, vor dem Raum, wo dein König steht, dass du da vielleicht Bodyguard spielst? Nein. Das ist, glaube ich, eine Sache, die hat sich jetzt wirklich verändert. Über die ganze Zeit, wo ich Pokémon gespielt habe, einfach meine Sicht der Dinge. Und dennoch bin ich sowas von gehypt, Pokémon Sonne und Mond zu spielen. War einfach fast alles Neues. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es dort auch ein bisschen, sag ich mal, erwachsener zugeht. Habe ich das Gefühl. Oder sinniger, was weiß ich. Von dem, was ich vielleicht von Trailern gesehen habe, weil diese Ultra-Biester, habt ihr die gesehen? Kann auch nur, was das ist. Ansonsten bin ich eigentlich dennoch ein großer Fan. Auch wenn diese sinnigen Sachen halt immer wieder auftreten und man sich denkt, ja, ich weiß, das ist für Kinder, aber ein bisschen logisch sollte schon dahinter sein. Und du hier mit deinem verschränkten Arm denkst du kannst mich einschüchtern, vergiss es. Ich tu dich mal hier eine kalte Dusche. Nein, das ist eine heiße Dusche. Los. Reg dich auf. Okay. Keine Ahnung, worauf ich wieder darauf hinaus wollte. Und das war's auch schon wieder gewesen. Mann, musste das sein? Das zieht mich jetzt ganz schön runter. Pass bloß auf, hier ist ein Abgrund. Da würde ich nicht runterfallen wollen. Dieser Turm hier ist echt beeindruckend. Man spürt förmlich die Geschichte, die ihn umgibt. Und die erhabene Macht, die von ihm ausgeht. Echt? Und ich dachte, das wäre ein Zug. Hier wäre irgendwo ein Loch. Drachenzahn, das erhöht doch, glaube ich, den Schaden von Drachenattacken. Oh, gut, gut, gut. Und da sind wir schon an der Spitze, wenn ich mich nicht täusche. Nein, doch noch nicht. Okay, wie komme ich an die Items? Wunder nicht. Ich sehe drei Items. Okay. Sollte ich eigentlich alle kriegen. Einmal, also hier. Ein Item. Echt, ich meine... Dieser Turm. Was ist da alles drin? Unglaublich. Hier? Jupp. Schon zweck nicht mehr, dann machen wir das nochmal neu. Nein. Ah doch, war ich richtig, war hier in der Medizintüte. Wie viel aber auch alles reinpasst. Mehr als bei dem Arzt. Ein Arzt sollte sich sowas besorgen, oder? Beleber, sehr gut. Jetzt will ich noch an das eine Item da dran kommen. Wenn ich hier nämlich weitergehe, dann würde ich nach oben kommen, oder? Richtig, das möchte ich erstmal nicht. Wie komme ich da hin? Lasst mich gerade mal schauen. Ich möchte nämlich versuchen, alles auf einmal zu kriegen. Okay, hier so nicht. Achso, ich kann hier runter. Aha, und dann... Dann bin ich wieder am Eingang. Okay. Ach so, komme ich hin. Okay, gut. Hab's erkannt. Die Lage erkannt. Und die Gefahr gebannt. Nämlich das Item nicht zu bekommen. Das war die Gefahr. Hier ist gebannt worden. Okay,
Okay, mittig. Und hopp. So viel laufen, ja. Man könnte meinen, dass nach dem ganzen Laufen, dass wir so ein bisschen Muckis hier aufbauen, aber ne, ist nix. Ist ganz und gar nicht der Fall. Und hopp. Schupp, schupp, schupp. Und das war's gewesen. Aber hier finde ich, nutzt das Spiel das auch wieder mit diesem dreidimensionalen Herstellen. Hier feiert aber jemand eine Party. Was? Dass unser Charakter reagiert. Da war doch Reishiram, oder? Irgendwann scheint oben wie wild zu toben. Jo, ein wild gewordener Drache. Heide Witzka. Oh nein, nein, dem einfach so hier liegend. Top, Elixier. Jo, ein uralter Turm, aber die Items sind überall in Pokébällen. Wieso sind das alles Pokébälle? Oh, keine Ahnung, wie sein Stimme war. Endlich ist es soweit. Seine Majestät N wird zum Helden. Unglaublich. Jemand hat es tatsächlich bis hierher geschafft. Naja, mit ein paar Leuten, die er aufgestellt hat, war es keine große Herausforderung. Los, für seine Majestät. Für N. Haltet dieses Gehör auf. Hä? Was? Wollt ihr jetzt alle gegen mich kämpfen, oder was? Wenn ihr das jetzt hört, das ist mein Vater. Ich bin stolz. Stolz, wie? Stolz, der Sohn dieses Mannes zu sein. Nee, jetzt im Ernst. Wer nichts von dem Plasma gehört, ist unser Feind. Feinde werden mit aller Härte bekämpft. Wir lassen das nicht zu, dass jemand den Neuanfang einer sabotiert. Ich weiß, in Pokémon Alpha Rubin, Omega Rubin und Alpha Saphir kann man gegen vier Leute auf einmal kämpfen. Da gibt es dann, das ist halt diesen Gruppenkampf. Hier muss ich wohl jeden einzeln besiegen, ne? Nur denn, wenn jeder von den einen Pokémon hat, dann ist das keine große Herausforderung. Wie bisher jetzt auch. Okay, los geht's, komm schon, do it, let's do it. Make your dreams come true in my dreamies. To see you in the dust. And that's one bite the dust. Then I would say, guten Appetit, mein Freund. Guten Appetit, so. Ein bisschen eine Abwechslung. Jarambo, los, bring die Party mal richtig zu. Auch in Schwung. Ich bin nicht so wirklich der Pflanzentyper. Oder Pflanzenliebhaber. Also auch ein Pokémon, aber Jarambo, ich meine, Kakteen mag ich. Was auch wieder widersprüchlich ist, weil ich keine Stacheln mag eigentlich. Aber ein Kaktus-Pokémon war es. Mit irgendwie so, weil es rasselt. Maracas, ich mag Maracas. Eieieiei, ich habe sogar selbst Maracas. Hab mir die mal zu, was war's? Ich glaube, zu Weihnachten habe ich mir gewünscht. Und das ist mein Geburtstag. Der neue Morgen, der über einen reinbrechen sollte, rückt so in weite Ferne. Chatleck oder was? Ach, wie kann ich nur gegen ein Kind verlieren? Aber dem Plasma besteht ja nicht nur aus mir allein. Unser Traum wird endlich in Erfüllung gehen. Niemand kann uns aufhalten. Leute, da muss ich wieder einlegen. Wovon hatte ich gerade genau die Maracas? Ich mal die gewünscht. Habe ich irgendwie gelernt, die zu verwenden? Nein, habe ich seitdem viel mit ihnen gespielt? Ne. Das ist, glaube ich, hier in meinem Pokémon. Auch wenn ich die vielleicht nicht wirklich einsetze, einfach die Sachen mein Besitz wissen. Mein Schatz, meins. Das ist einfach ein. Vielleicht möchte ich es auch einfach nur als Sammelobjekt. So wie ich jetzt zum Beispiel, ich spiele jetzt nicht eigentlich im Grunde nicht mehr, aber ich habe immer noch Yu-Gi-Oh!-Karten. Ich sammle die halt gerne. Ja, ist halt so. Der Mensch ist mir Jäger und Sammler. Du wagst es tatsächlich, mir in den Weg zu stellen. Mich hast du besiegt, aber Team Plasma willst du nicht aufhalten. Naja, du hast dich mir in den Weg gestellt. Ich war hier Tülü-Dü gegangen und dann dachtest du dir, ne, du kommst nicht durch. You shall not pass. It's this test of love and courage. Mich hast du geschlagen, aber meine Kameraden werden dir Einhalt gebieten. Wer ist der Dritte? Du bist's. Jetzt komme ich. Auf geht's, Team Plasma. Werde ich danach in die Gegend im Weisen kämpfen? Nein, also das war eine Frau. Nein, ich habe ihr Gesicht nicht gesehen, da konnte ich es nicht einschätzen. Ah, Smiley Trashbag. Da sagen ja welche, das ist sehr... Da habe ich mal was Gutes gesehen, weil Leute tun sich ein bisschen aufregen mit der Kreativität von Pokémon. Hä? Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie viele Fuchs- oder Hunde-ähnliche Pokémon es gibt? Und ja, und anstatt halt immer wieder hier ein Konzept immer wieder neu aufzubauen, dachten sie sich halt, die Macher, ja, machen sie mal was ganz anderes. Kann man dir das verübeln? Ich sage nein. Ja. Wobei, ich bin natürlich auch einer. Manche Pokémon mag ich nicht so.
Hat es wirklich mit dem Design zu tun oder einfach nur mit... Oh, weiß auch nicht. Auch in der Niederlage hält mich nicht davon ab, es auszusprechen. Plasma! Plasma! Ich will dich auch nicht daran hindern. Du kannst sagen, was du willst. Unser König wird eine neue Welt schaffen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du wohl vier Gegner am Stück packst. Naja, ich hab sie hintereinander. Am Stück wäre... Ich habe euch gleichzeitig bekämpft. Woran hatte ich's grad? Genau, Design. Jetzt gibt es halt Pokémon, wo ich sage, okay, das war... Das ist das Pokémon, okay. Aber dann hasse ich's nicht. Und dann gibt es halt Pokémon, wo ich sage, oh, das Design gefällt mir. Wie in dem Fall... Zorak. Das Pokémon gefällt mir, das Design. Ein Pokémon, was mir nicht so gefällt? Muss ich gerade mal überlegen. Pokémon, was mir nicht... Ja, wie gesagt, Zebritz. Das hat aber wirklich nur ein bisschen so vom Design, weil ich denke, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr was machen können. Aber die Idee ist gut. Was? Es scheint, als hättest du noch genug Kraft, mich zu bekämpfen. Das gibt's doch nicht. Was treibt dich bloß an? Wie auch immer, du hast gewonnen. Wir lassen nicht durch. Geh nur. Das ist auch wieder so eine Logik. Wieso lasst ihr mich gehen? Nur weil ich eure Pokémon besiegt habe, ihr konntet mich immer noch festhalten. Ihr könntet mich knebeln, mich da an diese große Säule. Hier könntet ihr mich dran fesseln, irgendwie, und ich könnte nicht weiter. Aber nein, ihr sagt, du hast uns in einem Pokémon-Kampf besiegt. Du darfst passieren. Ach, wie konnte ich nur gegen Kind verlieren? Okay, die sagen da das Gleiche. So, willst du jetzt nur kämpfen, Alterchen? Hä? Willst du? Dad wird uns in ein neues Zeitalter führen. Jawohl, ihr Trainer werdet die Pokémon verlieren. Na, dann werden wir halt nur Personen, die Pokémon als Freunde und Haustiere besitzen. Ist genauso gut, oder? Okay, hier muss ich vielleicht was ändern, weil ich glaube, hier in der Sequenz werden die beiden Bildschirme verwendet. Oh Mann. Und da haben wir den weißen Drachen. Reshiram. Nun, Chovo, was sagst du dir da zu der erhabenen Gestalt des legendären Pokémon? Es ist erschienen, um an der Seite des Helden zu kämpfen, der uns den Weg in eine neue Welt zeigen wird. Ich breche jetzt mit Reshiram auf zur Pokémon-Liga und bezwinge den Champ. Dies wird das Ende der Pokémon-Kämpfe und der Knechtschaft besiegen. Naja, nicht unbedingt. Nur weil du den Champ besiegst, heißt das ja nicht, dass die Kämpfe aufhören. Besonders freundschaftliche Kämpfe. Wege kämpfen auch so, ohne den Champ herausfordern zu wollen. Bei Sharon würdest du schon was ausrichten. Bei mir? Mich trifft es jetzt nicht wirklich. Endlich werden die Pokémon wieder in Freiheit auf der Welt leben können. Du hörst mir gar nicht zu, oder? Ja. Schwing dich auf deine Drachen und flieg davon. Falls du uns aufhalten willst, musst du auch zum Helden werden. Denn nur wenn dich Zekrom, Reshirams Gegenpol, anerkennt, bist du mir ebenbürtig. Nur dann wirst du mich aufhalten können. Was wirst du jetzt tun? Ich spüre, dass du Zekrom begegnen wirst. Du hast das Vertrauen deines Pokémon-Teams. Bist du die Unbekannte in der Gleichung auf dem Weg in eine neue Welt? Willst du das Band zwischen den Pokémon und den Menschen wahren, so findet Zekrom. Zekrom wartet bestimmt schon auf dich, in der Gestalt des Dunkelsteines. Away! Up and away! Ja, gutes Timing, ihr beiden. Chovo, der da gerade weggeflogen ist, war das nicht? Was zum Kuckuck? Aber wieso? Das eben war doch N, oder? Wieso ist das legendäre Pokémon an seiner Seite? Soll das heißen, er ist wirklich der Held? Und wie war das noch? Du solltest das andere legendäre Pokémon finden? Ihr kamt gerade in den Raum rein! Das könnt ihr unmöglich gehört haben! Immer mit der Ruhe. Kehren wir erstmal zurück. Wir sollten jetzt erst gar nicht versuchen, alles zu verstehen. Hier hat uns expediert der Verstand. Und da hilft kein Uhu-Kleber, um das wieder zurück zu reparieren. Wichtig ist, sich zu überlegen, was wir als nächstes tun. Okay. Nicht zu fassen. Das legendäre Drachen-Pokémon. Auferstanden in unserer Zeit. Dieser Typ namens N. Er sieht so aus, als habe der Anführer von Team Plasma das Pokémon aus der Legende auferstehen lassen. Und bevor er damit weggeflogen ist, hat er Chovo noch aufgetragen, das andere legendäre Pokémon zu finden.
Was? Es gibt zwei legendäre Drachen-Pokémon? Wer ist das? Ganz recht. Das ist... Ach, Lauro, hallöche. Wie war seine Stimme nochmal? Lauro, lange nicht mehr gesehen. Wie ist es dir denn so ergangen? Achso, das war der Esche. Ah, ich dachte, das sei der Schelm. Lauro, lange nicht mehr gesehen. Wie ist es denn so ergangen? Keine Zeit für Höflichkeiten. Diese gigantische Feuersäule, die vom Turm ausging. Ein Pokémon, das stark genug ist, die Welt zu vernichten. Und der Mann, dem es gehorcht, befiehlt allen, die Pokémon aufzugeben. Furcht und Schrecken oder Verehrung und Anbetung. Wie dem auch sei, die Welt könnte sich jetzt wirklich wandeln. So in eine Welt, in der wir bald nicht mehr Seite an Seite mit den Pokémon leben. Du hast recht. Und N, der Anführer von Team Plasma, hat Reshiram wiedererweckt und uns aufgetragen, auch das andere legendäre Pokémon Zekrom zu finden. Die Legende besagt, dass Reshiram Feuer gespien und zusammen mit dem zweiten Drachen-Pokémon das alte Einal im New Hollands verwüstet habe. Und obwohl N das weiß, will er die beiden wieder vereinen? Was? Aber ist es nicht total gefährlich, ein so starkes Pokémon wiederzuerwecken? Du bist echt ein liebes Mädchen. Oh. Aber keiner weiß, ob man es mit anderen Pokémon aufhalten kann. Schließlich ist es ein legendäres Pokémon. Naja, das ebenfalls Typschwächen hat. Ich tue zwar ungern, was dieser N sagt, aber den Drachen, den Stein zu suchen, ist keine schlechte Idee. Kaum auszudenken, was passiert, wenn N ihn zuerst findet. Ich bin weit gereist und vermute mal, dass wir ihn im alten Palast finden. Los, Freunde, gehen wir. Gut, verstanden. Das überlasse ich also euch. Ich werde mich im Innern des Turms umsehen. Hoffentlich finde ich etwas. Ich werde dich begleiten. Im alten Palast, also den im Wüstenresort, meinst du? Hä? Ich glaube, ich verstehe. Stärke ist, jetzt in diesem Moment etwas für die Pokémon tun zu können. Überhaupt etwas für irgendjemanden tun zu können. Und meine Stärke verdanke ich den Pokémon. Los, Champ. Gehen wir. Das heißt, ich gehe jetzt einfach weiter, oder? Moment, wartet mal kurz. Ach, ich dachte mir doch, warum kommt mir die Spielmusik so leise vor meinen Kopfhörer, wann ich richtig drin steckt? Jovo, es wird ja immer vertrackter. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. Jovo, du gehst doch jetzt zum alten Palast, oder? Nimm Route 4, bis du zum Wüstenresort kommst. Ganz am Ende liegt der Palast. Dankeschön für den Tipp. Nun denn, meine Damen und Herren. Die Drachenstiege ist abgeschlossen. Nun müssen wir zum alten Palast. Ganz tief runter. Um den Dunkelstein zu finden, der ja weit Zekrom ist. Werde ich da andere Pokémon mitnehmen? Nee, ich denke, ich behalte die, wo ich jetzt habe. Aber das, meine Damen und Herren, werden wir erstmal in der nächsten Ausgabe von. Oder gehe ich schon mal hin? Ich werde wahrscheinlich offscreen schon mal mich dorthin begeben, damit ich dann ein bisschen Zeit sparen kann. Aber wenn Ihnen diese Ausgabe soweit gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Pokémon Weiß. Bis dahin, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.